So, einen wunderschönen guten Tag, Mittag, Abend, was auch immer. Ich bin wieder zurück und heute kommen wir zu einem nächsten Tutorial. Und zwar habe ich gestern mit einigen Kollegen, Freunden, wie man auch immer das nennen möchte, haben wir gestern mal ein Place geöffnet und ich habe ein bisschen erklärt, wie das so funktioniert mit den Unions erstellen und so weiter und so fort. Und es war schon ein bisschen kompliziert, es zu erklären, aber die Person hat es sehr gut hinbekommen. Und zwar kommen wir heute zu dem System Unions erstellen. Wie erstellt man Unions? Was sind Unions? Ja, theoretisch sind Unions Sachen, die man... ja, wie kann man das sagen? Man macht eine Wand und macht dort ein Loch rein für ein Fenster, für eine Tür. So, man kennt das vielleicht. So, heute kommen wir aber zu einer Variante, die ein wenig besser funktioniert, definitiv, und die es zulässt, dass man auch durch die Türen durchkommt und durch Fenster durchkommt und alles drum und dran, weil das Problem ist oft, dass so gesagt die Union eine Wall erstellt, die durchsichtig ist und man knallt die ganze Zeit gegen irgendwelche Wände, die überhaupt nicht da sind. Und das wollen wir heute mal zeigen, wie es funktioniert. So, das erste, was ich mir mache, ist hier unter den Models mir einen Charakter zu suchen, und zwar den Dummy. So, ich stelle mir jetzt den Test-Dummy hier hin, damit ich weiß ungefähr, wie hoch die Tür sein muss. Und ja, dann erstelle ich mir hier oben einen Part. Diesen Part move ich noch nicht weg oder sonstiges. Ich gucke erstmal nach, ob hier unter den Models meine Move Eigenschaft auch aktiv ist, und dort stelle ich jetzt 1 ein. Immer schön mit Enter bestätigen. So, dann gehen wir hier auf das Scale-Werkzeug, scalen uns das ein bisschen länger. Ja, kommen wir noch ein Stückchen. So, natürlich müssen wir dann gleich noch mal in die Höhe. Ich habe das jetzt noch einmal vom blauen die Breite so ein bisschen weggenommen. Jetzt gehen wir mal in die Höhe. Hier sieht man schon, könnte hinhauen von der Tür her. So. Was wir noch machen, ist einmal auf den Part zu klicken, also die Wand, und hier unten definitiv Anchored machen. Und was immer gut aussieht, muss ich sagen, ist hier unter Plastic. Wählt man sich dann Smooth Plastic aus. Smooth Plastic hat halt keine Kanten mehr und so. Sieht halt ganz schick aus. So. Gestern hatte ich ein Beispiel gezeigt, wie man zum Beispiel jetzt eine Wall erstellt, in der halt die Löcher drin sind und alles drum und dran, sogar mit Fensterrahmen und sowas. Das machen wir heute nicht. Wir machen heute allgemein nur die Löcher rein, ohne die Rahmen, weil es dazu noch eine andere Möglichkeit gibt, die ein wenig besser ist. So, achso, jetzt war ich schon wieder viel zu schnell. So, ihr wählt den Part aus und haltet STRG gedrückt und drückt da gleichzeitig D dann auf der Tastatur. Also D. Nicht G, D. So. Dann tun wir uns das hier hin platzieren, so ungefähr in der Breite von dem Dummy. Nicht zu breit, reicht auch schon so, wie es jetzt ist. Gehen ein bisschen runter. Ja, ich gucke nochmal eben von der Seite. So ungefähr. Haut hin. Was ich auch mal mache, ich gehe immer, weil ihr müsst euch so vorstellen, das hier wird ja so gesagt die Wand und das hier wird eine Tür. Und ihr könnt ruhig ein Stückchen immer rausgehen. Hier genauso. Ja, das ist egal. So, und immer nach unten. Heißt, ihr, so gesagt, schneidet die komplette Wand einmal raus. Ja. So, was mache ich jetzt? Ich mache mir von diesem Part, den nenne ich jetzt einfach mal Tür. So, mache ich mir nochmal eine Duplikation. Heißt, STRGD. Ziehe mir diese Tür jetzt hier rüber. Und jetzt gehe ich in die Höhe. Heißt hier unten das Grüne festhalten. So. Und ein wenig von der Breite weg. So ungefähr haut das hin. So, davon mache ich mir jetzt nochmal eine Kopie. Und setze mir das jetzt hier hin. Ich glaube, ja, haut hin. Haut hin. Die Wand ist ein bisschen zu lang geworden. Aber das geht. So. Wenn wir das gemacht haben,
müssen wir hier die Tusche noch mal kurz umbenennen, damit man weiß, dass es Fenster sein sollen. Ja, Fenster. So, jetzt können wir theoretisch, also das mache ich zum Beispiel öfters mal, weil ich kopiere mir das ja sowieso raus nochmal, also ich exportiere mir das, das zeige ich euch dann gleich, damit ich da eine bessere, ja, wie sagt man, halt nicht diese unsichtbaren Wände habe, die auftreten können beim Erstellen dieser Union. So, wir gehen hier oben auf den Reiter Model. Gehen auf, wenn wir diese Sachen ausgewählt haben, jetzt das ist die Tür, die zwei Fenster, die wählen wir beide aus. Gehen hier oben auf Negate, so dass sie rot leuchten. Jetzt brauchen wir noch unseren Part, das ist hier hinten die Wand. Also wir wählen uns dann alles aus, so. Und gehen dann hier oben auf Union. So, wie man sieht, habe ich jetzt hier eine Wand, so gesagt, erstellt. Mit Fenster und einer Tür. Oder besser gesagt den Rahmen. Wenn wir jetzt mal hier oben auf Home gehen, dann gehen wir mal hier auf Play hier. Plastier, ja moin. Play hier, definitiv. Ah, jetzt fange ich schon wieder hinten beim Obby an, das gibt's doch nicht. So, dann machen wir das so. Ich mache mal eben kurz den Checkpoint. So. Obwohl, warte mal, ich kann das doch eigentlich auch deaktivieren, oder? Ich deaktiviere mal kurz das Obby. So, jetzt müsste das eigentlich auch funktionieren ohne Checkpoint, wenn ich auf Play hier klicke. Ja, hat prima funktioniert, super. Und der Dummy fällt irgendwie auseinander, ja. So, hier sieht man, es funktioniert prima. Ich habe hier keine unsichtbaren Wände. Aber hier hat man gerade gesehen, hier ist irgendwo eine Kante. Hier, genau hier an diesem Punkt müsste die gewesen sein. Ich gucke nochmal eben kurz nach. Ja, hier irgendwo ist eine Wand, also ein kleines Stück von einer unsichtbaren Kante, die man nicht sieht. Ich kann das auch mal seitlich zeigen. Wenn ich springe, dann fliege ich die ganze Zeit immer ein Stück zurück. So. Ja, hier hat man das schon wieder gesehen. Okay, die unsichtbare Kante ist definitiv da. So, wie machen wir das jetzt, dass es nicht mehr da ist? Wir wählen uns diese Union aus, drücken rechte Maustaste, gehen auf Export Selection. Jetzt nehme ich zum Beispiel mal diesen Ordner hier Haus. So, nenne den zum Beispiel Hauswand. So, speichern wir das Ganze als OBJ ab und kann diese jetzt hier rauslöschen. So. Ich gehe hier aufs Plus und suche mir einen Mesh-Part. Also ihr gebt einfach Mesh oben ein und dann findet ihr den Mesh-Part. So, dass ihr den hier drin habt. Jetzt machen wir wieder hier unten wieder das Ankern rein. Gehen hier unten auf diesen Ordner. Und so, jetzt gebe ich hier oben einfach meinen Zielordner ein, wo ich es eben abgespeichert hatte. Hier haben wir dann Hauswand OBJ. Wähle mir die aus. Dann kommt diese Meldung hier, drückt ihr auf No. So, und jetzt seht ihr, ihr habt nochmal diese Wand hier drin. Das ist aber jetzt ein komplettes Mesh. Heißt, dort ist so gesagt die Wand, die ist da, die Tür ist aber frei. So, das zeige ich euch jetzt ganz kurz, wie das aussieht. Also es funktioniert theoretisch wie bei der Union genauso. So, jetzt können wir auch hier durch die Wand laufen oder durch die Tür. Hier haben wir jetzt, glaube ich, nee, hier haben wir keine Kante mehr, keinen Bug mehr. Könnt ihr auch noch mal hier drüben probieren, weil ich glaube, das ist die Seite gewesen. So, es funktioniert super. Und so einfach hat man jetzt eine Tür gemacht mit zwei Fenstern drin. Und das meinte ich jetzt, was ich gerade oder was ich öfters mache, ist mir jetzt zum Beispiel ein Part zu erstellen, diesen Part hier reinzupacken, den Part kleiner zu machen. So ungefähr, es muss nicht perfekt aussehen. So, wenn ich ein paar drin habe, oh, dann muss ich nochmal eben kurz ankern, habe ich nämlich schon wieder fast vergessen. So, wenn ich mir jetzt die Kopie nehme, die Kopie ziehe ich mir nach oben, ziehe mir die nach rechts rüber. Dann nehme ich mir das hier und ziehe mir das auch nach hier. So, es kann jetzt gut möglich sein, dass die Tür jetzt ein bisschen kleiner geworden ist. Dazu geht man dann hier oben auf Model.
setze die Strokes auf 0,5 und kann hier nochmal richtig gut durchscalen. Also nochmal um 1 verringern. So. Und dann hat man einen perfekten Türrahmen. Wenn ich den jetzt noch kurz einfärbe, ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel die Farbe, man sieht, dass es hier durchflackert. Deswegen gehen wir noch mal ein Stückchen höher. Dann machen wir hier mal 1,6. So. Dann haben wir hier ein Stückchen raus. Achso, warte mal. Nee, ich muss ja hier 1,2 ungefähr. Um perfekt zu arbeiten. So, jetzt hat man gesehen, ich bin um eine Struktur runtergegangen. Oder besser gesagt um zwei. Und jetzt flackert auch nichts mehr. Da gebe ich euch wieder den Tipp, ihr müsst es wieder auf Smooth Plastic stellen, weil man sieht, es ist so komisch, bröckelig, man sieht es halt. Wenn ich jetzt aber auf Smooth Plastic gehe, kriegt man einen schönen glatten Untergrund. Ja, und soweit funktioniert es jetzt auch mit der Tür oder besser gesagt mit dem Türrahmen. Da habe ich wohl was vergessen zu ankern. Das passiert nämlich, wenn man nichts ankert. Das ist, glaube ich, da. Ja, da fehlt schon wieder der Haken mit dem Ankern. Wenn ich jetzt nochmal auf Play drücke. So, jetzt funktioniert's. Guck, man kann perfekt da durchlaufen. Und so bekommt man halt solche Objekte auch hin. Man muss nur mal ein bisschen überlegen. Das hatte ich auch eine lange Zeit lang. Ich dachte mir immer so, wieso mache ich mir nicht Union, wenn da eh Bugs bei rumkommen? Also wenn man da so gesagt an unsichtbare Wände knallt. Und ja, so ist das Problem definitiv behoben, wenn man aus dieser Union eine OBJ macht und diese OBJ nochmal exportiert ins Spiel. Oder importiert ins Spiel. Nicht exportiert, importiert. Ja, das war es dann theoretisch von diesem Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich weiß, war schon wieder lange Rede, kurzer Sinn oder gar kein Sinn. Ihr müsst theoretisch nur diesen Rahmen noch einmal kopieren und hier rüber setzen, ein bisschen kleiner machen und dann habt ihr jetzt am Fenster dann auch solche Rahmen. Und ja, es ist theoretisch ziemlich einfach. So, das war's dann mit diesem Tutorial. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich habe es ein wenig gut erklärt, dass ihr es nachmachen könnt. Und dann bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.